So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn wir haben das dritte Türchen. Das vierte Türchen. Ich blicke schon gar nicht mehr durch, da ich die Folgen immer einen Tag vorher produziere. Das vierte Türchen vom Bier-Adventskalender. Und Adi kriegt natürlich auch was, was scheiße ist, da der jetzt hier oben hängt. Und wenn ich jetzt da hingreife und seinen Kalender rausrühren will, hüpft der bestimmt hier rüber und macht alles kaputt. Adi, Schatz, alles Gute. Das ist ein Adi sein Adventskalender. Ihr wisst ja, wie der aussieht. Der ist hier total aufgerissen, sieht total komisch aus. Wir haben Türchen Nummer 1, Türchen Nummer 2, Türchen Nummer 3. Die zwei sind eh offen. Wir wollen aber heute ans Türchen Nummer 4. Mal gucken, was da drin ist. So wie es aussieht, ist es eigentlich alles das Gleiche. Es sieht auf jeden Fall alles gleich aus. Es hat aber wahrscheinlich eine andere Farbe. Das hier ist so rötlich, das hier ist so gelblich. Vielleicht ist das ja mit Curry. Adi, Schatz, genau. Das werde ich dir jetzt wieder aufmachen. Das ist dein Tütchen, was du heute kriegst. Vielleicht hätte man da auch irgendwo nachlesen können, was in die einzelnen Tütchen drin ist, damit man die Unterschiede kennt. Adi frisst aus der Hand wie der Spatz. Ne? Guck dir das an. Den Rest legen wir ihn wieder hier rein. Und kommen zu unserem Schmankerl, dem Bier-Adventskalender. Hier brauchen wir auch das Türchen Nummer 4. Das ist dieses hier. Das stellen wir hier hin. Den ziehen wir hier raus. Heute gibt es nämlich ein, oh mein Gott, ein Festbier von Schlossbräu. Röder? Ich weiß es nicht. Da ist auf jeden Fall Reda Husarengold, weihnachtliches Festbier mit 5,3%. Das hat einen goldenen Deckel, ja. Das hat hier so eine königliche Banderole. Hier sind die Löwenwappen, da steht Festbier. Guckt euch das an. Und hier ist der Philippone, wer den noch kennt, ne? Guck mal, wie das, wie goldig das ist, wie das ausschaut, dieses Etikett. Hier steht was mit Schlossbräu. Roda oder Röder, denn sein Zipfel ist im Weg, da sieht man das nicht. Der steht auf jeden Fall hier, hat einen dicken, fetten Krug in der Hand, hat eine Mütze auf, hat ein Bärtchen. Hier unten steht nochmal Reda Husarengold. Achso, dann wird Schlossbräu Reda wohl da oben stehen wahrscheinlich. Reda Husarengold, weihnachtliches Festbier. Das sieht auf jeden Fall prächtig aus. Das ist auf jeden Fall stark. Also wenn ich das sehen würde, komme ich auch gleich in Weihnachtsstimmung. Einfach nur, weil da ein Soldat steht. Ist mir ein bisschen eigentlich zu dunkel von dem Design her. Ich mag eigentlich was jung, spritzig, frisches. Aber auf der anderen Seite sieht das trotzdem richtig hochwertig und edel aus, sodass ich von den 3 Punkten auf 4 Punkte trotzdem erhöhe. Es ist sehr detailliert, es macht einfach was her. Also ich glaube, wenn ich das so sehen würde, von weiter weg sieht es aus, als wäre es ein Cola-Bier oder irgendwas. Gucken wir uns gleich an. Für mich 4 von 5 Punkte jetzt schon mal für das Etikett. Ne? Ihr würdet wahrscheinlich 5 geben, weil es so edel ist, weil es so brutal ist, weil es so heftig ist und weil Philippone dabei steht. Jetzt Farbe, ja? Wir müssen uns die Farbe angucken, dazu müssen wir es einmal einfüllen. Nehmen den Philippone also schräg, füllen das hier ein und gucken uns an, was jetzt damit abgeht. Das könnte vielleicht das beste Bier auf der Liste werden. Oh mein Gott. Das sieht stark aus. Es ist auch dünkler. Das dürfte aber eine richtig gute Bernsteinnote haben, also so eine Bernsteinfarbe, so richtig. Guckt euch das mal an. Seht ihr das Gleiche, was ich sehe? Das hat so eine starke Farbe. Ich glaube, auf der Kamera sieht es noch ein bisschen dunkler aus. Es perlt wieder hoch. Es ist wenig Schaum oben drauf, aber das könnte ja, je nachdem, wie ihr einschenkt, könnte auch das ganze Glas voll Schaum sein. Es ist auf jeden Fall klar. Es ist glasklar. Da ist nichts Trübes drin, gar nichts. Das ist so kristallklar. Sieht nicht ausgewaschen aus und total hell und bleich, sondern es ist glasklar und dunkel, aber irgendwie strahlt das richtig. Sieht aus wie ein richtig edler, königlicher Tropfen. Ich würde hier bei Farbe sogar 5 Punkte geben.
Es wirkt auf Kamera vielleicht wirklich etwas anders, aber das sieht richtig brutal aus. 5 Punkte für die Farbe. Wir kommen zum Geruch. Oh mein Gott. Ich rieche was. Und das, obwohl die Krankheit und der Virus im Körper immer weiter voranschreitet. Ich rieche was. Es riecht nicht neutral, es hat eine Biernote und es riecht auch etwas süßlich. Es riecht auf jeden Fall angenehm, es riecht angenehm, es riecht süßlich, es riecht schmackhaft. Ich glaube, so eine gute Note werde ich nie wieder haben. Man könnte jetzt sagen, Durchschnitt 3, also geht man auf 4. Aber ich glaube, ich habe noch nie eine 5 gegeben bei Geruch. Nach was soll es denn sonst noch riechen? So muss Bier riechen, glaube ich. Ich glaube, das ist ein typischer, richtig köstlicher Biergeruch für mich. Ich glaube, ich gebe auch beim Geruch 5 Punkte, ja. 5 Punkte bei Geruch, 5 Punkte bei der Farbe, 4 Punkte beim Etikett, was auch vielleicht hätten 5 Punkte sein können. Jetzt aber der Geschmack. Jetzt kommt ein Punkt beim Geschmack, oder was? Wir nehmen mal kurz einen kleinen Hieb. Ach, Mann. Schon ist der ganze Hype vorbei, ja. Da hätte ich auch 5 Punkte fürs Etikett geben können, wenn jetzt einfach gar nichts mehr kommt, also weiß nicht, ich habe mich da auf eine richtig schöne Biernote eingestellt, das sieht so kräftig aus, das sieht so fürstlich aus, das sieht so edel aus, elegant, alles in einem. Jetzt trinkst du und hast wieder kaum Geschmack. Das ist irgendwie auch so richtig wässrig. Das schmeckt irgendwie voll leicht. Aber im Nachhinein hast du trotzdem etwas Bitteres auf der Zunge. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin so enttäuscht davon. Ich würde auch nicht mal den Durchschnitt geben. 3 Punkte. Ich würde wahrscheinlich einfach 2 Punkte geben oder so. Ich glaube, so schlimm wie das eine mit einem Punkt ist es nicht, aber ich bin komplett enttäuscht. Keine Ahnung, man kann es trinken, okay. Man hat aber viel mehr jetzt erwartet. Ich glaube, ich muss nochmal einen Testschluck nehmen. Nee, also eine 3 schafft er nicht, Durchschnitt nicht. Ist mir zu wenig, leider. Man kann es trinken, wie gesagt, es ist trotzdem dann etwas sehr bitter, ganz im Nachhinein beim Trinken schmeckt es sehr leicht. Ich habe da wirklich was Wuchtiges erwartet, lässt da für mich leider nur 2 Punkte beim Geschmack. Ich kann es nicht fassen, wie konnte das denn jetzt passieren? Es war so gut, es war auf so einem guten Wege und jetzt auf einmal passiert sowas. Filippone, was machst du? Warum enttäuscht du mich so? Guck doch mal, wie du da guckst, wie du das schön anpreist und sagst, los mein Freund, trink, ran den Humpen. Und dann, ja, das war's von meiner Seite aus. Wenn ihr so einen Bier-Adventskalender habt, ihr könnt ja mal eure Bewertungen drunter schreiben, wie ihr eure Türchen findet und fandet und was eure Geschmäcker sind. Eure Bewertungen würde mich auf jeden Fall interessieren. Das wäre sowieso das Beste, wenn jeder aus der Community, der gerne Bierchen trinkt, sich jedes Jahr auch diesen Adventskalender holt. Und mir seine Bewertungen drunter schreibt, dass ich weiß, wie schmeckt's euch, wie schmeckt's mir. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Zwei. Wenn's so weitergeht, wird's noch nur eins. Nee, 2 steht fest, cut.